Kalimera, Freunde, und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wir haben wieder neue News für euch, und zwar es geht wieder mal um das um die Insel Santorini. Wir haben in der Vergangenheit schon einmal ein Video gemacht für euch, und zwar da ist es gegangen um die um den Übertourismus auf Santorini. Wer das Video noch nicht gesehen hat, wir verlinken es unten in der Videobeschreibung. Und Santorini macht jetzt wieder mal Schlagzeilen, und zwar geht es um Abzocke auf Santorini. Ein brisantes Thema. Abzocke passiert nicht nur auf Santorini. Ja, man hört sehr viel auch von Mykonos und anderen Inseln. Und ja, wie das Ganze funktioniert und was es auf sich hat, das erkläre ich euch in diesem Video. Also auf jeden Fall bleibt dran bis zum Ende. Und wenn du unseren Kanal noch nicht kennst, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. So, wir haben einige Zuschriften bekommen über Abzocke auf Santorini, haben auch einige Videos gesichtet, und ich muss sagen, ich war eigentlich sehr erstaunt und sehr schockiert, was da so alles abgeht und wie das Ganze funktioniert. Also, man muss sich vorstellen, Santorini ist von Kreta weg 143 Kilometer, also optimal für einen Ausflug nach Santorini. Es wird auch sehr viel angeboten, und ja, die Überfahrt dauert, je nachdem welches, ob es ein Schnellboot ist oder ein normales Boot, zwischen 2 und 4 Stunden, und man ist auf Santorini. Und ja, auf Santorini gibt es natürlich auch sehr stark eine Abzocke, und da sollte man dann schon hellhörig sein und aufpassen, und zwar jetzt nicht von den Reiseveranstaltern, nein, sondern von den Tavernenbesitzer. Wenn man einen Ausflug plant, dann kommt man meistens in den Nordwesten der Insel, und zwar zum Küstendorf Ia. Das Küstendorf Ia ist sozusagen das Aushängeschild jetzt von Santorini. Also wenn ihr in Werbungen etwas seht über Santorini, dann zu 99,9% sind die Bilder aus diesem Küstendorf. Das Küstendorf ist terrassenförmig angeordnet, so richtig in den Berg hinein, und man hat einen wunderbaren Ausblick, und die Lage natürlich, des nordwestlich ausgerichtet, ist natürlich optimal für Fotografieren bei Sonnenuntergängen. Wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, warum gibt es so einen Hype Sonnenuntergangsfotografie auf Santorini? Wenn ihr den Santorini mal eingibt in Instagram oder TikTok, ihr findet über 8 Millionen Bilder. Also es ist schon richtiger Hype unter den, ja, ich sage mal, jungen Leuten oder Influencern, TikTokern, was auch immer, ein Sonnenuntergangsfoto zu machen auf Santorini. Und das merkt man natürlich sehr stark. Zum Beispiel eine Zuschrift, die wir bekommen haben, handelt davon, dass jeden Abend, also ich sage mal, es ist ein Zeitraum von circa 3 Stunden, zehntausende Leute auf der Straße und auf den Stufen sich versammeln, nur um ein Foto zu machen vom Sonnenuntergang. Und die eine Zuschrift hat gesagt oder geschrieben, dass momentan, wie der war vorige Woche auf Santorini, momentan waren dort 3 Kreuzfahrtschiffe vor Anker, also vor dem Küstendorf. Das sieht man ja von oben sehr gut. Und andere haben wieder berichtet, dass teilweise täglich 2 bis 5 Schiffe dort vor Anker gehen. Also es sind wirklich zehntausende Leute, und in den 3 Stunden gibt es ja Riesengedränge in Ia, und jeder versucht, einen optimalen Platz zu finden für das perfekte Foto sozusagen. Es dürfte an und für sich wahrscheinlich schon Erfolgssport geworden zu sein,
Sonnenuntergangsfotos dort zu machen. Ich habe ein Video gesichtet, und zwar von einem Kamerateam, und die haben auch einen Bericht gemacht, das verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung, und die haben sich gedacht, okay, wir schauen einmal Sonnenuntergangsfoto, gut und schön, sie postieren sich einmal auf den Straßen oder auf den Stufen. Natürlich muss man wahrscheinlich schon Stunden vorher vor Ort sein. Sie haben auf jeden Fall keinen optimalen Platz gefunden. Das Gedränge war riesengroß, also das sieht man auch im Video. Und das Kamerateam hat 3 Tage dort gefilmt und hat sich gedacht, okay, den einen Abend lassen wir sausen, nächsten Abend gehen wir zur rechten Zeit etwas suchen. Und man hat sich halt gedacht, okay, auf den Straßen, das Gedränge ist zu viel, man geht in eine Taverne. Erste Taverne, wo sie hineingegangen sind, da ist gleich der Kellner gekommen und hat gesagt, ja, Mindestkonsumation ist 70 Euro pro Person. Kamerateam, also das Filmteam, waren 4 Personen. Also das würde dann so ungefähr 280 Euro ausmachen, nur für vielleicht 2 Stunden und für ein Foto. Das Beste an der ganzen Sache ist, dass der Kellner noch erwähnt hat, dass den ganzen Tag vorher und auch nachher keine Mindestkonsumation dort gibt. Also da sieht man ja eigentlich, dass es vorsätzlich mit 70 Euro pro Person ja schon richtiger Hammer ist, was man dort in diesen 3 Stunden von den Touristen verlangt. Ja, die zweite Taverne, die eigentlich nur, ich sage mal jetzt 10, 15 Meter daneben ist, da war Mindestkonsumation und natürlich Platz in erster Reihe von 25 Euro. Da hat das Kamerateam gesagt, okay, da gehen wir hinein, macht nichts, 25 Euro Mindestkonsumation, das passt schon. Ja, die erste Getränkerunde, die dann bestellt wurde, das war ein Cola, ein kleines Bier und Aperol Spritzer und ja, noch irgendwas. Die Rechnung war gleich 50 Euro wert für 4 Personen, 50 Euro. Und vom Sonnenuntergang war eigentlich weit und breit noch gar nichts zum Sehen. Weil wie gesagt, dieser Zeitraum ist ungefähr 2 bis 3 Stunden lang. Und somit hatten das Kamerateam dann schon die zweite Runde, also 100 Euro, also eigentlich das Soll schon erfüllt. Und der Sonnenuntergang war noch lange nicht vorbei. Ja, in der dritten Taverne, also dann einen Tag später, gab es überhaupt keine Mindestkonsumation, auch wieder ganz in der Nähe von den ersten 2 Tavernen. Und ja, man hatte dann herausgefunden, warum. Die Preise, muss man sagen, auf Santorini, ein kleines Cola, also wenn man jetzt da sagt, ein kleines Cola im Supermarkt, ist ein kleines Cola, aber es sind noch kleinere Flaschen, wo man sagt, das bekommt man schon in Nachtclubs und Bars, kostet 7 Euro, ein kleines Bier hat 13 Euro gekostet, der Aperol Spritzer, der hat gleich 18 Euro gekostet und wenn man jetzt sagt, man möchte einen Cocktail trinken, dann bis zu 26 Euro, ein Getränk. Ja, und was war der Endeffekt? Man hat nachher gewusst, warum man keine Mindestkonsumation dort verlangt hat, weil von Sonnenuntergang war dort weit und breit nichts zu sehen, weil eigentlich vom Ausblick her Häuser dazwischen waren. Also das war auch wieder mal so eine Sackgasse. Und ja, dann wurde noch getestet ein Minimarket und da hat der Moderator so ein paar kleine Bier gekauft und kleine Biers, die eigentlich jetzt auch hier auf Kreta im Supermarkt um, ich sage mal 80 Cent zu haben sind, haben die dort verlangt 3 Euro.
Also in einem normalen Supermarkt, keine Taverne, nichts. Supermarkt, ein kleines Bier, 3 Euro. Ja, so geht's momentan zu hier auf Santorini. Und mich würde interessieren, was ihr von der ganzen Abzocke und den Vorgehensweisen haltet. Also ich muss sagen, wir waren ehrlich gesagt, wie dreist das dort gemacht wird, schockiert. Andererseits wieder, muss man ja auch dazu sagen, Angebot und Nachfrage. Es waren in jedem Lokal genug Personen, die dort gesessen sind. Also wenn man sagt 10.000, die sich den Sonnenuntergang anschauen und das Lokal ist immer noch voll, dann kann ich mir vorstellen, dass der Besitzer von dem Lokal oder der Taverne dann sagt, ja, dann verlangen wir vielleicht nächstes Jahr 150 Euro und die Leute sind bereit, es zu bezahlen. Also ich wäre auf jeden Fall nicht bereit, diese Preise zu bezahlen. Und ja, es würde mich auch interessieren, was ihr zu dem Thema sagt. Also ran an die Tasten, Freunde, schreibt unten in der Videobeschreibung, wie ihr die ganze Sache rund um Santorini seht. So, Freunde, das waren sozusagen die neuesten News und ja, ich sag wie immer, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.